Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Resource Pack erstellen. Wir werden heute das Kohleerz ändern. Und das Ganze ohne Animation, weil Kohle hat ja eigentlich keinen Glanz. Es absorbiert eher als reflektieren. Ja, deshalb gibt es keinen Glanz hier beim Kohleerz. Sondern nur beim Eisen, beim Diamant, beim Redstone und beim Emerald. Und bei der Kohle, beim Gold, genau. Ja, okay, dann ändern wir einfach jetzt mal die Kohle. Also erst jetzt Minecraft Textures Blocks. Und wie wir wissen, haben wir schon das Diamanterz plus Animation geändert. Und so sieht das Diamanterz hier aus. Da haben wir einfach die Steintextur genommen und haben die Farben in blau ersetzt. Also wie soll man sagen, die dunkelsten Farben vom Stein in blau ersetzt. Und so ähnlich machen wir das jetzt beim Kohleerz. Beziehungsweise eigentlich genau gleich. Wir öffnen jetzt einfach mal Diamond Ore und Coal Ore mit Paint.net. Also in meinem Fall jetzt mit das Diamant jetzt auch, damit ich hier dann die Textur rausnehmen kann. So, und dann kann ich ja jetzt nochmal den Stone öffnen, damit ich euch das noch zeigen kann, weil hier haben wir einfach das Diamanterz, also die dunklen Farben hier im Stein haben wir einfach dann ins Erz ersetzt und das werden wir bei der Kohle genauso machen. Und damit es schneller geht, dann nehmen wir einfach direkt das Diamanterz, markieren 16x16 Pixel, steht hier unten auch, dann kopieren wir das und fügen das einfach hier ein und dann haben wir das Diamanterz praktisch im Kohleerz drin und jetzt müssen wir nur mit den Farben ersetzen, das heißt blau ist natürlich dann schwarz und ich weiß nicht, ob ich komplett schwarz nehme, wahrscheinlich nicht, weil ich hole mir nochmal das Kohleerz, damit ich mal hier gucken kann, ob das die komplett schwarze Farben hat oder ob das auch eher so gräulich ist. Würde mich mal interessieren. Okay, das ist auf jeden Fall nicht ganz schwarz. Okay. Dann holen wir einfach mal irgendeine Farbe, die was vielleicht schon dunkel auf jeden Fall. Und man muss auf jeden Fall noch herauskennen, dass das wirklich die Kohle ist und nicht jetzt irgendwie ja, der Stein in verdunkelter Version. Das heißt, wir nehmen schon eher ein ziemlich schwarzes Erz. Was heißt Farbe? Erzfarbe natürlich. Und dann suchen wir einfach mal die dunkelsten Pixel hier von der blauen Farbe. Und das wären jetzt zum Beispiel mal die und die färben wir jetzt einfach mal blau. Die hier auf jeden Fall, die glaube ich auch, ja. Und hier noch. Gut, das andere ist alles heller. Dann holen wir einfach eine ein bisschen hellere Farbe. 17 sollte, denke ich, reichen. Ja. Okay, dann das auf jeden Fall noch hier. Ja. Das haben wir schon. Das brauchen wir noch. Hier noch. Und ja, dann reicht das. Ich speichere das mal ab. Zack. Und dann holen wir noch eine hellere. Okay, dann sollte das die Farbe sein. Hier haben wir noch eine. Ne, hier nicht. Das haben wir ja schon gemacht. Dann hier oben denke ich jetzt mal, dass das die ist. Das hier auch. Und das hier. Okay. Dann fehlt ja nicht mehr viel. Dann können wir das andere. Aber man kennt auf jeden Fall, dass das Kohle ist. Das ist wichtig. Und jetzt dann noch die Farben. Ja, was hier noch übrig bleiben. So, dann fehlen noch zwei. Ja, zwei fehlen noch. Das heißt, wir machen es wieder heller. Dann hier noch. So, da. Und das ist, glaube ich, die ganz hellste. Und mal gucken, ob das jetzt passt. Huch. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Und das, ob das jetzt wirklich gut aussieht, das können wir dann gleich im Spiel angucken. So, jetzt bin ich im Spiel und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass wir damals wirklich geachtet haben, dass das noch zusammenpasst, wenn man zum Beispiel vier Diamanterze nebeneinander setzt. Und hier können wir ganz klar erkennen, dass die Farben hier exakt stimmen, aber bei unserem Kohleerz, hier bei der Ecke, das dunkler ist als hier und das passt natürlich nicht zusammen. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Ansonsten bei den anderen Ecken, ja hier, wie gesagt, geht nicht, also passt's nicht. Ja, und hier
Ja gut, dann müssen wir das jetzt noch ändern. Das heißt, es ist bei eigentlich ganz oben rechts, denke ich mal. Okay, ich öffne nochmal Paint hier. So, das ist so gedreht, das heißt, das wäre dann so gedreht, nee, so gedreht. Genau, so müsste es gedreht sein. Genau. Und wir müssen dann den Pixel hier unten, die Pixel hier unten sind dann zu hell und die müssen wir dunkler machen, genauso wie dann der Pixel, ja, die Pixel da unten eben. Und die Pixel hier oben rechts. Die sind auch noch falsch und viel zu dunkel. Okay, mal gucken, wie wir das jetzt am besten lösen können. So, ich tue das nochmal weg hier. Okay, so. Hier, das sollte erstmal passen. Passt sehr. Gut, jetzt müssen wir das hier ändern, das ist zu hell. Da holen wir dann am besten die Farbe, die was wir hier haben, und ersetzen das. Und wir werden das hier auch noch ersetzen. Okay. Ich speichere das mal ab und gucke es an, ob das jetzt schon mal bei einer Seite besser aussieht. So. Okay, das sieht schon viel besser aus. Aber wir sollten auf jeden Fall die zwei Pixel hier auch noch ein bisschen heller machen. Sonst sieht das ein bisschen komisch aus. Das heißt, wir holen auch einmal eine hellere Farbe und werden die hier heller eben machen. Okay, so, dann gucken wir mal das jetzt wieder an. Und ja, das sieht schon viel besser aus. Und jetzt fehlt eben noch das unten links, dass die noch hell genug sind. Das bedeutet, wir müssen die Farbe nehmen und setzen die mal hier dran und die Farbe hier. Und ich glaube, die ist dann viel zu hell eigentlich. Ja. So, dann speichere ich das mal ab und reloade das Pack nochmal und mache noch schnell Tag. Okay. Das passt, das passt, das passt auch. Das passt perfekt. Jetzt sollte es eigentlich geklappt haben. Das hier passt auch zusammen. Das sowieso, das auch, ja. Gut. Genau. Ich würde sagen, wenn wir das jetzt hier öfters mal hinsetzen und auch mal das Diamanterz wegmachen, dann passt das auf jeden Fall zusammen. Sieht gut aus, die Kohle. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und guckt auf jeden Fall das letzte Users Pack an. Da seht ihr nochmal eine ganze Übersicht von allen Texturen, die ich bis jetzt gezeichnet habe. Guckt das auf jeden Fall an. Ansonsten schreibt mir wieder Vorschläge in die Kommentare. Haut rein und ciao. Und bis zum nächsten Mal.